Wisst ihr, was ich richtig schlimm finde? Und was ich aktiv mache, um unser Klima zu schützen, das ist reparieren, anstatt wegzuschmeißen. Zum Beispiel Schuhe, Waschmaschine, elektronische Teile bis hin zu Pflanzen. Wie das geht, was ich da mache, in diesem Video. Bleibt dran! Schuhe auf dem Tisch, also wirklich Rigotti. Aber normalerweise mache ich das draußen, nur jetzt für die Kamera bin ich hier drin, denn ich wollte euch zeigen, der Schuh muss geklebt werden, hier geht die Sohle ab. Luzi, schaust du auch ein bisschen mit? Wie passt du eigentlich in diesen Korb rein? Na, irgendwie scheint es zu gehen. Und was man an dem Schuh erkennen kann, er hat Fake-Nähte. Also nur aufgedruckt hier auf die Sohle, die sind nicht echt. Wenn ich mir Schuhe kaufe, dann achte ich drauf, echte Nähte. Das erkennt man zum Beispiel hieran, hier ist ein Anfang der Naht. Und in seltenen Fällen erkennt man es auch, dass die Naht durchgeht. Ja, und das heißt, solche Schuhe muss man natürlich auch pflegen. Aber wenn man so einen Schuh pflegt, dann hält der auch lange. Und sollte mal kaputt gehen, kann man so einen Schuh zum Schuster bringen. Der repariert sowas. Wusstet ihr, dass Schuhe aus synthetischen Stoffen große Auswirkungen auf unsere Umwelt haben? Weichmacher, Flammhemmer, Lösungsmittel, Imprägniermittel, Biozide, Konservierungsmittel und x andere Stoffe belasten Umwelt und Klima. Aber auch Leder ist ein Problem. Durch die Tierhaltung und die Gerbung gibt es ebenfalls starke negative Einflüsse auf Umwelt und aufs Klima. Aber wenn die Schuhe möglichst lang getragen werden, relativiert sich das wieder. Und so einen Schuh zu pflegen, das heißt ihn einzufetten regelmäßig, wenn es echtes Leder ist. Ich kaufe nur Schuhe aus Leder, die halten gut und man kann sie reparieren und man kann sie pflegen. Eben zum Beispiel mit sowas hier oder sowas. Gibt es auch von großen Herstellern, ich will keine Werbung machen. Hauptsache ihr nehmt ein Lederfett. Davon gebt ihr einfach ein bisschen auf eine Schuhbürste oder auf einen Lappen und dann wird der Schuh damit erstmal ordentlich eingefettet. So kann sich das Leder schön vollsaugen. Auch die Nähte. Wenn ihr das regelmäßig macht, dann braucht ihr nicht so viel Fett drauf zu geben. Regelmäßig heißt, je nach Beanspruchung des Leders. Und wer es richtig machen will, der nimmt auch die Schnürsenkel raus, fettet auch die Zunge damit ein. Und dann wartet man eine Weile, bis das Ganze ein bisschen eingezogen ist. Nach einer Weile, bei mir waren es jetzt so etwa 10 Minuten. Wusstet ihr, dass es riesige Müllberge durch Schuhe gibt? 2020 standen 380 Millionen Paar Schuhe allein in Deutschland zum Verkauf bereit. Die wurden also auch irgendwann mal hergestellt. Und diese Schuhe bestehen aus bis zu 45 verschiedenen Materialien. Die größte Umweltbelastung dabei? Die Herstellung und die Entsorgung der Schuhe. Deshalb mein Tipp, langlebige Schuhe kaufen und diese dann möglichst lange tragen. Jetzt mit einem alten Baumwolllappen das Fett schön ein- und abreiben, was zu viel ist. Das ist immer wichtig. Dann klebe ich noch diese Bruchstelle. Dazu verwende ich einen Pattex, man kann auch einen anderen Kraftkleber verwenden. So, der ist geeignet für Holz, Kunststoff, Gummi, Leder, Filz, Kork und so weiter. Und man soll ihn auf beide Seiten auftragen, 10 Minuten antrocknen lassen und dann mit viel Druck zusammenpressen. Druck ist wichtig. Und um das auseinanderzuhalten, habe ich mir aus einem Korken so ein Stück Keil geschnitzt. Der kommt hier dazwischen. Mit dem Korken dazwischen lasse ich das jetzt so 10 Minuten antrocknen. Und in der Zeit werde ich meine alten Hausschuhe ein bisschen einfetten. Die haben es wirklich nötig. Schaut mal, wie fürchterlich die jetzt ausschauen. Und dann mit ein bisschen Fett. Auch hier wieder in der ersten Runde ordentlich auftragen. Ich habe die schon lange nicht mehr eingefettet. Und erst mal ein paar Minuten einziehen lassen.
Wusstet ihr, dass nur 5% der entsorgten Schuhe recycelt werden? Das liegt daran, dass die Schuhe aus so vielen verschiedenen Materialien bestehen. Deshalb wären Recycling viel zu teuer und auch viel zu aufwendig. Würden Schuhe wiederverwendet werden und würde man sie zur Reparatur bringen, anstatt sie wegzuschmeißen, ließen sich 30-50% der CO2-Emissionen einsparen. Und in der Zeit noch ein Trick: Wenn ihr Schuhe habt mit echten Nähten, wie diese hier, dann fettet auch die Nähte ein. Das lieben die, denn dadurch werden die wasserabweisend und deutlich länger haltbar. Auch hier gilt es wieder, in der ersten Runde ordentlich einfetten, einwirken lassen und dann mit der Bürste nochmal rüber. Und so halten eure Schuhe quasi ewig. Wenn ich den Hersteller von diesen Schuhen hier fragen würde, wann hat er die denn hergestellt? Ich glaube, der wüsste es selber nicht mehr. Die habe ich bestimmt schon 15 Jahre. Und natürlich auch die Nähte hier auf den Schuhen schön einfetten. Wenn man sich gute Schuhe kauft, bei einem Schuhmacher, können die ein Leben lang halten. Die 10 Minuten sind jetzt vorbei. Kork entfernen. Jetzt stopfe ich den Schuh vorne ein bisschen aus. Ich habe hier so ein relativ festes, gehäkeltes Putzteil. Das stopfe ich einfach vorne rein, zusammen mit zwei Putzlappen. Das mache ich nur, damit ich vorne dann Druck auf die Sohle geben kann. Jawohl. Jetzt nehme ich mir eine Zwinge und presse das Ganze hier zusammen. Und solange der Kleber noch nicht fest ist, mache ich Überschüsse weg. Die Zeit habe ich genutzt, um gleich noch den zweiten Schuh einzufetten. Klemme nehme ich wieder ab. Der Schuh ist wieder fest. Das Innere kann ich rausnehmen. Vorher. Und so sieht der Schuh dann anschließend aus. Ja, er hat noch ein paar Farbflecken. Ich habe damit mal gemalert. Aber das Leder, ja, ist wieder richtig schön. Ich liebe diese Hausschuhe einfach, deshalb pflege ich sie auch. Wisst ihr, was echt ärgerlich ist? Das hier. Ich habe hier einen Kamerastand und der ist mit einer Kugel hier drin gelagert. Die Kugel kann ich dann einklemmen, festklemmen und dann sollte sie halten. Tut sie aber nicht. Ja, und jetzt habe ich mir was einfallen lassen. Kennt ihr das? Normaler Luftballon. Und da werde ich hier einfach von der Spitze ein kleines Stück abschneiden. Dann die Kugel rausnehmen. Das geht hier mit einer Schraube. Damit kann ich das auch verstärken. Aber ich habe es schon maximal verstärkt. Also lösen, aufschrauben, Kugel rausnehmen. Und jetzt nehme ich mein Stück Luftballon hier und lege es einfach um die Kugel rum und stecke das Ganze wieder hier ins Loch rein. Schraube wieder zudrehen, Klemme zumachen und jetzt ist die Kamera stabil. Klemme auf, ich kann die Kamera verändern, Winkel, Klemme zu und es ist genauso, wie ich es mag. Perfekt. Wieder was repariert, anstatt wegzuschmeißen. Wusstet ihr, dass es ein Recht auf Reparatur geben wird? Derzeit verhandeln die EU-Mitgliedstaaten über eine Kreislaufwirtschaft und für mehr Nachhaltigkeit. Zitat vom Vizepräsident der EU-Kommission: Es ist höchste Zeit, dass wir das Modell der Wegwerfgesellschaft ad acta legen. Ach, und außerdem, das Recht auf Reparatur gibt's bereits. Ich zeig's euch hier später im Video. Und das Recht auf Reparatur wird dann dafür sorgen, dass wir Produkte einfach länger verwenden können. Also ein großer Schritt weg von der Wegwerfmentalität. Im letzten Video hatte ich es ja schon kurz angekündigt. Mein Bruder Frank ist wieder da. The Incredible Repairman. Und was er reparieren soll, ist das hier. Teichpumpe nie reparieren. Erstmal draufschauen. Ich glaube, sie ist irreparabel. Aber bevor sie in den Müll wandert, soll er mal draufschauen. Hast du Werkzeug dabei? Na sicher.
Wer außerdem nicht so einen Incredible Repairman-Bruder hat wie ich, der sucht sich einfach das nächstgelegene Repair-Café in seiner Nähe, geht auf die Seite hier, findet er in der Videobeschreibung und gebt dort Postleitzahl oder Ort ein und ihr werdet fündig. Bevor wir anfangen, messen wir mal, ob irgendwo ein harter Kurzschluss ist. Da sollte eigentlich gar nichts sein, aber im Kilo-Ohm-Bereich ist das, da fliegt ja natürlich der FI raus. Relativ niedriger Widerstand, der wohl ausreicht, dass dann der FI auslöst. Okay, du sagst auch noch FI. Ich sag FI. Und richtig heißt's? RCD. Und steht für? Fehlerstromschutzschalter. Also lass so, das gelten. Komm. Die lösen einfach aus, wenn von der Phase und dem Nullleiter, wenn da nicht dieselben Ströme fließen. Wenn sich der also um mehr als 30 mA unterscheidet, löst er aus. Das heißt, irgendwo fließt ein Strom woanders hin. Bist du zufrieden mit dem Teil? Das ist jetzt uralt, den habe ich schon ewig lang. Also er hält? Stabil hält. Man kommt nicht überall gut hin. Ja, aber er ist klein. Er ist sehr klein, sehr handlich. Und gerade für solche Schrauben, die dann mal ein bisschen schwerer gehen. Ist der Akku wechselbar? Nee, ne? So wie es aussieht, nicht. Ich glaube offiziell nicht. Und ich finde halt, das ist eigentlich das wichtigste Zubehör. Dieser Winkelkopf. Mhm. Ja. Ja, weil du arbeitest viel an Geräten. Dann kommst du an irgendwelche Schrauben hin, wo du sonst mit einem anderen Werkzeug nicht mehr so gut hinkommst. Ja. Du kriechst ja manchmal in die Teile rein und kommst, dass du noch nicht verbaut wurdest, das wundert mich. Ja, das richtige Werkzeug für jemanden in meinem Alter. Das ist ja hier so verkapselt, ne? Ja, aber hier ist ja diese Dichtungspackung. Mhm. Und ob die noch was ist, sieht aber nicht so aus. Ja. Ah ja, sabbert schon raus. Da ist also Feuchtigkeit, das heißt, dann war Feuchtigkeit drin. Mhm. Das heißt, wir legen jetzt erstmal was drunter hier. Das ist die Dichtung? Das ist die Dichtung hier, das ist die Dichtfläche. Mhm. Aber das, du hörst schon das Lager, ganz böse. Und nachdem definitiv Feuchtigkeit reingekommen ist, wird der Schaden dann schon da sein. Du hast einen Schraubstock, dann machen wir den bis hier auf. Dann kann man mal klopfen, ob sie kommt. Es gluckert. Ja. Aha. Ah, das ist da so reingepresst oder reingeklebt. Und nass ohne Ende. Oh je. Entweder diese Dichtung hier, dass da Wasser reingekommen ist, oder am wahrscheinlicher, dass die hier aufgegeben hat. Also war nix, aber immerhin haben wir reingeschaut. Wär jetzt Frischwasser reingelaufen, also jetzt bei der letzten Benutzung, hätten wir es bestimmt noch reparieren können, trockenlegen können, aber die hatte ja schon lange einen Schlag und ich denke, da ist drinnen alles verrostet gewesen. Ja, schade, das hat diesmal leider nicht geklappt mit der Pumpe, aber mein Bruder Frank hat mir schon viele andere Sachen reparieren können, wie zum Beispiel hier diesen Weg-Einkochautomaten oder hier den Stöckli-Dörrautomaten, auch schon ein Messerschleifgerät und viele andere Sachen mehr. Außerdem, wenn man was reparieren will, empfiehlt es sich immer ein bisschen Werkzeug da zu haben. Immer mit dabei habe ich hier meinen Leatherman, der hat nämlich eine Zange dran, einen Abzwicker für Drähte und anderes, eine Feile, einen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen ganz feinen Schraubenzieher, damit kriege ich auch so Schräubchen hier an der Brille mit auf. Was hat er noch? Einen größeren Schraubenzieher und natürlich ein Messer. Ist schon ein uraltes Ding, habe ich schon ewig. Die Dinger sind richtig gut, wenn man den Original kauft. Entweder Leatherman oder den gibt es auch von Victorinox, was ähnliches. Richtig gut. Es gibt ganz viele billige Nachbauten und die sind ziemlich schnell kaputt. Den hier habe ich 15, 20 Jahre, hält. Auch super von Victorinox, ein Taschenmesser, so also ein bisschen übertrieben dick, aber da ist alles dran, was man braucht und was ich sehr gut finde. Er hat hier verschiedene Schraubenzieher dran mit unterschiedlichen Einsätzen, Schlitz, Kreuzschlitz, Torx, alles dran. Und hier versteckt ein Mini-Schraubenzieher, winzig klein, kann man immer mal gut gebrauchen. Eine Pinzette ist natürlich dran, ein kleiner Stift ist sogar drin versteckt. Und alles, was man braucht, sogar eine kleine Zange. Was ich auch immer zu Hause habe, ist das hier. Gibt es von Vera und anderen Herstellern
finde ich sehr praktisch, denn hier sind viele Schraubenzieher drin und zwar so ganz feine kleine, die man oft braucht für die kleinen Schrauben. Hier habe ich mir noch eine Pinzette, eine kleine Feile, einen Stift und ein Skalpell, ein Messer reingelegt, was man auch immer halt mal so braucht. Ein super Tool habe ich mir vor kurzem mal gekauft von Würth. Gibt es aber auch von anderen Herstellern. Ist ein einfacher Schraubenzieher, aber der hat es in sich, denn der hat einfach alles dabei an Kreuzschlitz, an Schlitz, an Torx, alles, was man so braucht. Richtig griffbereit und hier vorne einfach schnell zum Auswechseln. Gute Idee und stabil. Und was auch zu reparieren statt wegwerfen gehört, sind solche Pflanzen hier. Die hat einen Befall von weißen Läusen, die man hier überall schön erkennen kann. Und da auf der Blattspitze hier zum Beispiel richtig viele drauf. Und hier kann man erkennen, da oben, ja, da führen sie sogar zum Absterben der Triebspitzen. Deswegen nicht wegschmeißen sowas auf den Kompost, sondern behandeln. Das mache ich aber draußen, denn ich arbeite hier mit einer Sprühflasche. Da ist Seife und ein bisschen Öl drin. Wie ihr das herstellen könnt mit Hausmitteln, zeige ich euch. Ungiftig. Aber da ich hier einen Kaktus habe, ziehe ich Handschuhe an. Die Stacheln sind zwar winzig, aber können umso übler stechen. Jetzt schaue ich, dass ich die Läuse erwische, sprühe das hier vorsichtig ein. Der Pflanze macht es nichts aus, aber die Läuse, die mögen das überhaupt nicht. Hier ist jetzt wichtig, dass man wirklich alles erwischt von der Pflanze, also auch hier die Unterseite der Blätter. Da verstecken sie sich nämlich besonders gerne. Die Pflanze, die lasse ich so jetzt mal einwirken, bis sie abgetropft ist hier. Deswegen habe ich es draußen gemacht. Dann kommt sie wieder ins Haus, ins Warme. Und dann beobachtet eure Pflanze. Und wenn ihr da weiterhin solche Wollläuse seht, behandelt die nochmal, dass die wirklich alle verschwinden. Denn die kommen dann auch gerne von der einen auf die nächste Pflanze. Immer gut beobachten. Und das könnt ihr auch ganz einfach selber herstellen. Nehmt einfach Schmierseife. Schmierseife habe ich sowieso immer zu Hause. Ist ein super Produkt für den Haushalt. Ein Esslöffel davon in einen Liter Wasser schön umrühren, dann in eine Sprühflasche füllen und dann habt ihr ein Mittel, völlig kostenfrei bzw. super günstig gegen Wollläuse. Ihr braucht kein separates Mittel zu kaufen. Schmierseife verlinke ich euch unterm Video. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich schon die Waschmaschine repariert habe. Der häufigste Fehler bei Siemens Bosch, sind die gleichen Modelle, ist E18, nämlich die Pumpe ist verstopft. Er kann nicht mehr das Wasser abpumpen. Dann steht hier innen drin das, die Wäsche mit dem Wasser und ihr kriegt die Maschine nicht mehr auf. In dem Fall mache ich hier unten einfach die Klappe auf, die kann man ganz wegmachen. Hier befindet sich ein Schlauch mit einem Stöpsel. Da komme ich mit einem Eimer, mache diesen Stöpsel auf und lasse das Wasser in den Eimer reinlaufen. Ist die Maschine leer, dann hier unten das Flusensieb öffnen, dann läuft das Restwasser raus, am besten noch ein Handtuch drunter legen, das kann das Wasser aufnehmen und da befindet sich dann meistens irgendein Fremdkörper, der die Pumpe verstopft. Ach, und wie vorhin kurz erwähnt, es gibt das Recht auf Reparatur bereits. In der ganzen EU sind die Hersteller jetzt verpflichtet, Ersatzteile über einen bestimmten Zeitraum vorzuhalten. Zum Beispiel ganz konkret bei der Spülmaschine. Kleinteile wie Sprüharme, Dichtungen, Besteckkörbe und so weiter müssen mindestens 10 Jahre lang verfügbar sein. Und die 10 Jahre fangen erst dann an zu laufen, wenn das Produkt eingestellt wurde, also nicht schon beim Kauf. Außerdem müssen die Produkte so gestaltet sein, dass sie mit herkömmlichen Werkzeugen zerstörungsfrei auseinander und wieder zusammengebaut werden können. Die Quellen, die gebe ich euch außerdem immer da unten im Kasten an und sie sind auch in der Videobeschreibung verlinkt. Was ist die häufigste Ursache, dass die Pumpe verstopft? Diese Metallteile von den Bügeln der BHs der Frauen. Aber auch ich bin häufig schuld, denn ich vergesse auch oft mal was rauszuholen. Zum Beispiel habe ich öfters mal Nagel oder Schrauben in der Tasche. Oder, vergessene Münzen kommen ab und zu mal vor. Dann gerne auch diese Chips von den Einkaufswägen. Oder mal ein vergessener Schlüssel kann auch mal vorkommen. Irgendwelche Metallteile oder
auch mal ein Bügeleisen. Deswegen untersucht immer eure Taschen, bevor ihr sie in die Wäsche gebt. Dann habt ihr wesentlich weniger Ärger. Und zwischendurch gibt's noch was ganz Feines. Zu einem wunderbaren Quittenbrot verarbeitet. Und wenn ihr wissen wollt, wie man Quittenbrot richtig macht, gebt in die YouTube-Suche einfach Rigotti und Quittenbrot ein. Dann findet ihr ein paar Filme, habe ich alles schon gezeigt. Wunderbar. Die schneide ich hier jetzt in Rechtecke. Dann kommt Zucker in eine Schüssel und die Quittenstücke werden in Zucker gewälzt. Anschließend kommen sie in eine Blechdose und hier dürfen sie reifen bis Weihnachten. Und das ist tatsächlich nichts für mich, denn da ist jede Menge Zucker drin für die Haltbarkeit, für den Geschmack. Das geht ans Sägewerk unten für den Durst Markus und seine Mitarbeiter. Die freuen sich immer. Und natürlich auch für Familie, jeder, der es essen kann und essen mag. Denn Quittenbrot hier ist schon was richtig Tolles. Aber was mich sehr wundert, ist die Farbe. Die letzten Jahre war das immer recht dunkel, schon ins Rötliche. Und jetzt bleibt es doch recht gelb, Quittenfarbe. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Die Quitten waren alle reif. Ich habe sie vom gleichen Baum. Es ist dieselbe Prozedur gewesen. Auf jeden Fall kriegt dieses Quittenbrot nicht diese gelbliche Farbe. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Und warum ist das nichts für mich? Ja, ich lebe ja zuckerfrei. Die nächste Charge, die mache ich mir ohne Zucker. Das muss man dann aber viel stärker runtertrocknen, damit es haltbar wird. Das heißt dann Fruchtleder. Und Fruchtleder sieht dann so aus, viel stärker runtergetrocknet, damit auch viel dünner und haltbar. Das ist von vorletztem Jahr. Riecht gut und ohne Zucker haltbar. Aber man muss halt ein bisschen kauen. Ah, richtig gut. Und hier sieht man jetzt mal den Unterschied in der Farbe. Viel rötlicher. Keine Ahnung, warum das so gelblich geblieben ist. Vielleicht weiß das einer von euch und kann es mir in die Kommentare schreiben. Dann habe ich noch einen Brief bekommen von Klaus und Jasmin, euer großes Hobby ist das Brotbacken geworden. Ich habe euch inspiriert, schreibt ihr. Das freut mich sehr. Genau, das ist mein Job. Und euer großes Hobby ist das Drechseln. Und ihr habt mir ein paar Sachen zugeschickt. Einen wunderschönen Baum wahrscheinlich für Weihnachten als Deko. Was ich weiß, ist das hier. Das ist ein Kreisel. Aber ich weiß nicht, wofür das hier sein könnte. Ich weiß auch nicht, wofür das hier sein könnte. Und auch keine Ahnung, was das hier ist. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein. Fühlt sich aber alles sehr schön an. Schön gemacht. Alles handgemacht. Und ich habe von Maurice einen netten Brief bekommen. Vielen Dank dafür. Hier mit einem richtig schönen Siegel. Wahrscheinlich selbst gemacht. Schaut toll aus.